Ja, und damit herzlich willkommen zu einer Multiplayer-Fahrt hier in Simray. Wir haben einen rollenden Start. Ich habe mir hier LTE ausgesucht, also es ist nur die Lok. Die schöne Trax hier. Und momentan haben wir keine Mitspieler, ist alles KI. Das ist aber auch ganz gut so, das heißt, wir können hier erstmal fahren. Und haben hier keine Fahrdienstleiter, die einfach nicht mit ihrem Stellwerk umgehen können. Ich habe mich gerade vorher eine Fahrt gehabt und der ist mit seinem Stellwerk hier nicht klar gekommen. Wenn wir mal hier Auto disablen, wenn wir nochmal selber fahren. Okay. Mal schauen, ob wir dann hier gleich mal Gas geben dürfen. Cruise Control. Machen wir mal an. Gehen wir mal Increase. Speed Limit 120. Okay. Ist drin. Wir fahren aber schneller. Ah, jetzt fängt er an. Doch, 125. Gehen wir noch eins rauf. Ups. Das war zu viel. Richtig, nicht auf 125 eingestellt. Doch, jetzt. Wunderbar. Ja, von der Bedienung her, was haben wir hier alles? Shunting Handle, Emergency Brake, LZB. Haben wir hier nicht drin? Kann man hier was anklicken? Nee, ne? Wieso nur 125? Ich will doch mal schnell fahren. Hier kann man 200 düsen. Oh, jetzt fängt es auch noch zum Regnen an. Sehr gut. Wo stellt man hier die LCB Command, Release LCB Alerter? Okay, Cruise Control. Das ist Radio. Was haben wir hier alles? Klimagerät. Ja, was hat denn hier die Scheibenwischer? Pantograph. Brake Release. Windscreen Heating, Washer. Ne, das ist auch nicht. Wo tut man denn hier die Scheinwischer einstellen? Boah, die lockt so selten. Windscreen Heating, Electric Bus, Brake Release. Gut, Windscreen Heating bringt mir jetzt auch nicht sehr viel. Das gibt's doch nicht, das muss doch hier irgendwo sein. Alle, die Lok jetzt kennen, werden sie gerne ablachen. Aber ich fahre einfach zu selten. Mit dem Light Dimming, Cabin Lighting, Cruise Control. Das gibt's doch nicht. Ja, dann werden wir mal ganz kurz aufstehen. Auch das geht. Und, nee. Da auf der Seite ist auch nichts. Ach, da! Viper Mode 1. Dahinter versteckt, wo ich nicht drankomme. So, Zawirzi, nächster Halt. Ah, nicht nächster Halt, Durchfahrt. Dann kommen wir Lazy, LA und Lazy. Das sind zwei so Stationen, die es gerne mal haben mit der KI hier, wo es gerne mal staut. Aber gut. Im Cruise Control können wir ein bisschen um die Umgebung anschauen und die ist auch echt schön gestaltet, muss ich sagen. Sieht schon gut aus, also Transient World 3, nur halt ein bisschen den geiler. Also, Daftel Games wird da sicherlich ein bisschen Konkurrenz jetzt kriegen. Sollten sich mal die Spielepolitik von ihnen mal ein bisschen überlegen, mit den ganzen DLCs und Bugs und hau mich tot und dass sie eigentlich nicht wirklich auf die Community eingehen. Weil ich meine, das SimRail hat jetzt klar zu Anfang seine Bugs drin, vor allem gerade das Dispatch AI noch nicht so ganz sauber funktioniert.
oder so kleinere Grafikglitches, dass zum Beispiel auch die Gleise mal gern die Farbe ändern oder so kleine Laderuckler wie das. Aber da sind sie sehr aktiv im Forum und gehen sofort drauf ein und hauen da Patches raus. Das finde ich echt super. Ich glaube, ich hätte euch gerne ein bisschen schneller. Ich gebe garantiert einen Hotkey für das. Mode 2. Einmal durchgehend. Da, Florian als Fahrer ist jetzt da. 7 Kilometer Entfernung. Oh, wir fahren auf den sogar zu. Polish! Was machst du dann auf dem deutschen Server, mein Junge? Ja. Vermutlich will er auch einfach mal fahren, ohne dass irgendwie ein echter Dispatcher da ist. Wunderbar, grüne Fahrt. Können wir hier Fenster aufmachen? Das geht. Cool. So, Speed Limit 110. Und dann gerade schon 100. Ich glaube, ich suche mir dann mal das Tastenkürzel raus hier für den Tempomaten. Oder mache ich das jetzt schnell? Controls. Double Cool Cabin, Cabin Travel, Power, Because Locomotive, MHC. Speed Control ist gleich und minus. Okay. Ist gleich und minus. Na, das war's nicht. Ah, da. 100 bitte. Sein. So. Ich glaube, ich werde mal das mit dem Ist gleich woanders hinlegen. Oh, Scheiße. Da müssen wir anhalten. Erst in 1,5 Kilometer. Naja, ein bisschen zu viel des Guten. Warum bist du da noch in der Bremse drin? Maintain Power. Kilometer, vermutlich da gerade neben dem Bahnsteig. Ah ne, da steht der Eurocity. Vermutlich eh genau den gleichen, den ich vorher gefahren bin. Was leider eine kleine Katastrophe geendet ist.
Warum zieht die E-Bremse da so lange mit? Kann ich auch nicht mehr beschleunigen. Was ist denn hier los? Okay. Die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Vor allem, man muss hier doppelt Minus klicken, damit er auf Nullstellung geht. Das gleiche auch hier. War das jetzt gerade unser Fahrer hier? Nee, der ist 500 Meter entfernt. Muss doch der sein. Ich sehe sonst keine anderen Euro-City hier. So, Scheibenwischer können wir eigentlich wieder ausmachen. Ich glaube, das mache ich dann im Stand, wenn wir da vorne beim roten Signal sind. Und dann werden wir 100 Pro warten müssen, bis der weg ist und dann ja, geht es für uns weiter. 8:46 haben wir erst Durchfahrt in Lazy LH. Da machen wir das schnell jetzt. Ah, schaut doch nicht immer nach links. So. Nein, andere Richtung. Nein, anders, andersrum. Ja, danke. Okay, dann erst mal warten. Dann können wir eigentlich mal aussteigen. Open the door. Exit through the door. Nice, dann schauen wir uns mal unsere Lok hier an. Ja, also vom Modell her sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich mache hier mal sexy Screenshot, also das ganze Interface ausblenden. Nice. Gleich nochmal von der anderen Seite. Muss ich aber aufpassen, dass er hier mich gerade nicht dann überfährt. Cool. Ich habe meine... Oh, was ist denn hier? Eine Dieselstrecke. Und da hinten eine kleine Abstellung. Wir dürfen ja eh nicht fahren. Kann man es eigentlich mal kurz anschauen. Oh, und hier ging auch mal ein Gleis entlang. Bitte gib mir jetzt nicht Fahrt, während ich das mache. Ja, tatsächlich. Eine kleine Abstellung hier. Ob man da das Tor aufmachen kann? Oder kann man... man kann einfach durch. K-Kollision. Alles klar. Naja, vielleicht wird es hier auch aufgehen, wenn man hier... durchfahren wird. Hm. Weiß man nicht. Mit 1 ist man dann wieder ganz schnell hier drin. Und jetzt schaue ich mal. Controls. Was ist denn der Hotkey für die Scheibenwischer? Wobei, Speed Control Up and Down. Das mache ich mir jetzt mal anders. Ich hätte gern Detta. Speed Control Down hätte ich gern Detta. Und Bypass. Kevin, Travel Direction, Shunt und Close Door, Battery. Nix für die Scheibenwischer? Echt jetzt? Ja, doch. Glaube ich, hat nix für die Scheibenwischer. Okay, das ist dämlich. So, dann schauen wir mal, ob meine Einstellung jetzt so funktioniert. Schaut nicht so aus. Irgendwas will er machen.
aber er macht nicht das, was ich will. Oh, ist der Kollege da gerade am Wegfahren? Nein, ich hab's gerade verpasst. Na egal. Aber wir müssen eigentlich eh auch wieder die Tür zumachen. Close the door. Dankeschön. So, und warum geht jetzt das nicht? Das bist auf 0. Bis da hinten. Noch Maintain Brake Force. Geht das jetzt nicht mehr? Ja, vielleicht andere Tasten. Speed Control up. Dann nehmen wir mal halt. Ist da. Speed Control down. Nehmen wir mal. Ist da. Oh, neu. Ah, mit den Tasten geht's. Komisch. Naja. Solange es geht. Na gut, damit wir jetzt nicht ewig lang das rote Signal hier anschauen, mache ich mal einen kleinen Schnitt hier und dann sehen wir uns, sobald es wieder grün ist. Also, bis gleich. Ja, so schnell geht's. Da haben wir unsere Ausfahrt gekriegt. Machen wir das Interface wieder an. So, Bremsen bitte lösen. So, und Gas geben. Warum gibst du nicht Gas? Was ist mit dir los? Müssen wir hier dann erstmal wieder auf Null gehen. Was ist jetzt das? Warum darf ich jetzt nicht fahren? Ah, jetzt. 40. Die Sandkulisse ist schon schön, muss ich schon sagen. Oh yeah, 1,8 Kilometer, gerade wieder anhalten. Oh, mittlerweile haben wir auch schon 2 Fahrdienstleiter. Ey, mach's einfach keinen Scheiß, bitte. Ich hoffe, die KI lässt uns durch. Staut so gerne da vorne. ...46 eigentlich, genau im Fahrplan. Was war das denn jetzt? Okay, was auch immer da rumgeschwebt ist, alles klar. So, geben wir mal ein bisschen Gas. Oh, wir haben grünes Licht gekriegt. Ja dann. Also die Steuerung da von dem Cruise Control ist ein bisschen wanky. Der springt gerne mal. Sinn, dass wir jetzt hier vom Max von, wenn der Eurocity vor uns fährt. Der ist ja nicht so schnell wie wir. Also, doch schon, aber eine Beschleunigung halt nicht so schnell.
70. Ah, mega große Abstellung hier. Wird noch spaßig werden hier als FDL. Und hier auf der rechten Seite auch nochmal eine Abstellung. Oh no. Chewbacca. Nice. So geht denn die E-Bremse da so lang mit? Wollte es mal einer sagen. Das verstehe ich nicht. Irgendwas mache ich hier grundlegend falsch. Naja, okay. Immer wieder Gas. E40 schon gesagt. Was, warum springst du jetzt denn? So, 40, danke. Oh no, der schickt mir jetzt auf das Gleis, wo 20 ist, um mich dort zu entschleunigen, oder was? Ah, du Arsch. So, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Ah, ist ganz schön was los hier. Boah, da könntest du ja mit Güterzügen so richtig austoben. Ist doch bestimmt SCS dann hier. Ja, da haben wir den nächsten Laderuckler. Ich brauche meinen Assistenten. Mein Tee ist leer. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Hey, da ist ein Regio unterwegs. In 96, glaube ich, sind die. Könnten wir eigentlich dann auch noch fahren. Dann haben wir spannend zum Fahren. Ah, das Stellwerk. Ist da jetzt gerade jemand in der Nähe? Ja, er da hier. Wieder ein Güterzug. 1,58 Kilometer. Moin, Kollege. Was hast du jetzt mit uns vor? Ich hoffe, die alten Kiebel kommen auch noch mit rein. Das wäre so cool. So, Lese 8:50. Wir sind immer noch zu früh. 6 Minuten zu früh. Oh Mann. Alter, 20 Stundenkilometer. Komm, geh auf 20. Ey, das kann's doch nicht sein, dass du nicht auf 20 gehen kannst. Echt jetzt? Ja, wieso ist das mal egal? Dann fahren wir halt mit 25. Ah, Kollege.
Oh, Dieselabstellung oder ehemalige Abstellung, je nachdem, wie man es... Drehscheibe, Roundhouse, das sieht man. Aber die Drehscheibe selbst ist nicht mehr da. Schade. Das wäre eigentlich noch cool gewesen. Die geht irgendwo ins Nirgendwo. Was sind die 20er Beschränkung da vorne? Ja, das kann doch nicht sein, dass ich da nicht 20 einstellen kann. Da per du. Da. Jetzt war aber mit ein bisschen rumpuppen. Also die Steuerung von dem, die ist ein bisschen kacke, ganz ehrlich. Oh, da steht wieder 70. Entscheidet euch mal. Und jetzt, hä, was ist denn das für eine Logik? Ja, dann stelle ich halt wieder 70 ein. Jetzt ist er wieder da oben. Was ist denn das da? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja, ist ja gut. Versucht doch hier noch 70 einzustellen. Nee, also die... Na, das ist mega wanky. Ich mach da gerade meinen Screenshot fürs Forum, für Bug Reporting. Und der nächste Laderuckler. Das für eine komische Nebenstrecke. Oh, der nächste Kollege. Intercity, so wie es aussieht. Ich will mit dem Zug hier mal fahren. Ist das eigentlich eine Strecke für so Schleicher wie mich? Ich könnte schnell fahren. Oh ja, stimmt. Da ist ja das Depotgleis da hinten. Wollte ich mir auch schon mal anschauen. Aber alles ohne Oberleitung hier. Ah, da sieht man alles disused hier. Sind es gerade am Auflösen. Schade eigentlich. Da bilden ein Haufen Gleise hier schon. Und da hinten kommt da noch eine Strecke daher. Ah, oh, das müsste man mal als Vordenseiter hier mal abgehen und sich die ganzen Sachen hier anschauen. Okay. Ah, und da teilt sich die Strecke. Also hier unten bin ich schon mal lang gefahren, nach da links. Der Abschnitt ist jetzt tatsächlich neu für mich. Interesting, oder ist es nur so eine Umfahrung? Aber leider keine Karte. Aber die haben gemeint, es kommt noch eine Karte, weil man eigentlich einen Plan hat, wo man eigentlich ist und wie man fährt. Wir könnten eigentlich mal die Kameras durchgehen. Einmal Ansicht nach hinten. Hinten die Ansicht. Aber man kann die Kamera hier leider nicht bewegen, das sind alles fixe Einstellungen. Zum Kuppeln die Kamera? Ja, nett. Nice. Ach, das war jetzt nur eine Überwerfung, oder wie?
100. Nice. Jetzt kann ich 100 wieder nicht einstellen. Dämlich. Ich muss ein bisschen weiter nach vorne gehen und dann versuchen, irgendwie nach hinten zu kommen. Ja, das werde ich reporten. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber wir haben noch mal eventuell einen Halt in der Probe. Für ein paar Minuten. Aber nicht zwingend. PTs sind ja nicht verpflichtend. Kommt auf den Fahrdienstleiter an, aber sagt, wir stehen oder wir stehen nicht. Je nach Verkehr. Mitten im Nirgendwo hier. Ja, war mal gut was zu sehen hier. So, Multiplayer. Naja, ein Fahrer noch. Oh Leute, lass mich schneller fahren. Es stinkt gerade. Freue mich auf den Tag, wo wir hier wirklich 200 düsen dürfen. Au, oh, das wird ein Fest werden. Habe ich dann schon auf die ganzen Entgleisungen. Gab auch jetzt hier im Playtest schon einige. Ah, warte. Oh nee. Jetzt ist, hä? War das jetzt nicht? Okay. Wir machen das jetzt ohne Tempomat. Aber hier ist doch rot, oder nicht? Ah, da, doch nicht. Nicht für uns. So, perfekt. Was hast du mit uns jetzt vor? Abstellung nach links. Und dann anhalten. Kein Spieler, der jetzt entgegenkommt, oder? Nö. Mein Kollege. Habe ich bis jetzt auch noch nicht beladen gesehen. Meter da vorne. Speed Limit Violation. Aber komm, die Bakheim hat er.
Ja, ist jetzt zufrieden. Mein Gott. Da nimmt es das Spiel aber sehr genau. Warum zieht die E-Bremse da so ewig lang mit? Ist das richtig? Ja, da können wir jetzt langsam nach da vorne rollen. Mal was hin, wird jetzt eh erst nichts. ZDB2, ZDB3. Power. Radius. Nee, Radius Stop machen wir mal nicht. Ich glaube, das finden die Leute hier nicht so cool, wenn wir das machen. Warte mal. Rechts von mir ist Ausfahrt. Wer kommt denn da? Weil er noch weit und breit nichts in Sicht. Warum lässt du mich da nicht raus? Uhr. Das ist jetzt Stubrober Gonitz um 9:05 weiter. 5 Minuten. Okay. Ja dann, steigen wir mal aus. Schauen uns hier mal um. So, hier soll theoretisch irgendwas kommen. Wenn das Signal hier schon offen ist. Gut, dass wir in der Ansicht unser Signal sehen. Das heißt, hier kann ich ein bisschen rumlaufen. Sieht aus, als wenn es da hinten brennen würde. Ja, wobei, ich muss mir ja auch nicht wirklich Gedanken machen zum Überfahren. Wird ja noch nicht gewertet und passiert dort auch nicht. Ja, das passiert auch ab und zu. Beziehungsweise kann es auch gut sein, dass sie jetzt ihren Server-Neustart haben. Ich glaube, alle 6 Stunden ist das jetzt eingestellt, damit sie es wieder zurücksetzt. Sehe ich wenigstens hier meine Grafiken? Ah ja, das ist eigentlich noch ganz cool, dass man hier so sieht, wie man so gefahren ist und wo man vielleicht so schnell gefahren ist oder solche Sachen. Das ist eigentlich eine schöne Ansicht. Gefällt mir. Ähnlich wie halt in Trains in World. Ja, das war die erste kleine Fahrt. Wir werden garantiert noch weitere Fahrten machen. Wahrscheinlich das nächste Video wird eventuell wieder Fahrdienstleiter sein oder ich mache so eine Übersicht an den ganzen Stellwerken, die es aktuell so gibt. Mal gucken, aber es kommt auf alle Fälle was. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben und wenn ihr wollt, kommt gerne auf unseren Discord-Server. Sind wir eine recht große Community. Und ja, bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.